Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Froh, Silvia Pölz begrüßt Sie heute zur Sendung Information über Leute, die mit unserem Radio zu tun haben. Und da haben wir heute die Hildegard da. Sie ist auf diesem Gebiet Fachfrau und wird uns heute ein bisschen erzählen, wie sie in der Medienwerkstatt so die Neulinge, die gerne Radio machen möchten oder auch Fernsehen machen möchten, so ja, durch ihre Krisen bringt. Ich begrüße dich sehr herzlich, liebe Hildegard. Ja, danke für die Einladung, liebe Silvia, und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir werden uns heute anschauen, wie eine Radiosendung entsteht und so ein bisschen hinter die Hintergründe blicken. Was ist Ihr erster Griff am Morgen? Kaffeemaschine einschalten, Rasierapparat oder doch das Radiogerät? Wahrscheinlich das Radio. Und dann begleitet es uns durch den ganzen Tag. Wir hören Radio am Arbeitsplatz, beim Autofahren, in der Küche oder beim Hausbauschreiben. Es unterhält uns mit Musik und es bringt Nachrichten und Informationen. Aber wer hat das Radio eigentlich erfunden? Die wissenschaftlichen Grundlagen für die Erfindung des Radios wurden schon im Verlauf des 18. und 19. Jahrhunderts gelegt. Marconi, Tesla, Bell, Popov und viele andere mehr waren an der Erfindung des Radios beteiligt. Erkenntnisse aus der Physik, der Mathematik, die Wellentheorie und das Wissen von der Übertragung der elektromagnetischen Wellen ergänzten einander und Hand in Hand mit der Erfindung des Telefons und des Funks wurde das Radio entwickelt. Seit 90 Jahren, seit Oktober 1924, wird in Österreich gesendet. Zu Beginn wurden vor allem Konzerte übertragen und die Zuhörerinnen und Zuhörer saßen mit Kopfhörern vor den Geräten. Das Radio ist also ein Unterhaltungs- und Informationsmedium und war daher immer auch politisch heiß umkämpft. In Zeiten der politischen Umbrüche wurden die Radiostationen als erstes besetzt, um die Informationshoheit zu sichern. Seit 1924 kann man also in Österreich Radio hören. Bis 1993 galt das Radiomonopol und seit 1997 senden auch Privatradios und freie Radios in Österreich. Und hier beginnt auch die Geschichte der Medienwerkstatt Linz. Nicht nur Radio hören, sondern auch selbst aktiv Radio machen und im freien Rundfunk senden, das kann man in der Medienwerkstatt Linz. Für Schulen und Non-Profit-Organisationen gibt es unter bestimmten Voraussetzungen Gratis-Workshops. Jährlich kommen zahlreiche Schulen, so ist zum Beispiel das österreichische Gymnasium Prag ein Stammgast in Linz. Die jungen Prager bereiten im Deutschunterricht eine Website für ihre Schulkolleginnen und Kollegen vor. Sie beschreiben auf einem Stadtplan Linzer Sehenswürdigkeiten mit Texten und Audiofiles. Bei ihrem Linz-Aufenthalt haben sie in der Medienwerkstatt die entsprechenden Aufnahmen gemacht. Guten Morgen und herzlich willkommen in der Medienwerkstatt Linz. Wir machen heute Aufnahmen, Audioaufnahmen für eure Homepage und für unsere Radiosendung aus diesen Texten, die ihr macht, die ihr jetzt im Radiostudio sprechen werdet, wird auch eine Radiosendung gestaltet. Wir werden jetzt einmal gemeinsam die Texte lesen. Jede von euch spricht ihren Text. Ich muss mir erst raussuchen, welche Texte ihr jetzt vorbereitet habt. Und dann gehen wir hinüber ins Radiostudio und wir nehmen dort die Texte auf. Für die Aufnahme möchte ich euch jetzt gleich ein paar Tipps geben. Also ihr sollt dann nachher im Studio gut und aufrecht sitzen, damit ihr gut atmen könnt. Den Text in die Hand nehmen und nach vorne sprechen, so Richtung Mikrofon sprechen. Also langsam sprechen. Wir gehen dann immer in kleinen Gruppen, vielleicht 4 Personen ins Studio. Ja? Und dann kommt die nächste Gruppe. Achtung! Das Projekt Prager Schüler lernen Linz kennen bietet Informationen zu wichtigen Bezugspunkten in der Landeshauptstadt von Oberösterreich. Ja, bitte. Zielpublikum sind in erster Linie tschechische Schülerinnen und Schüler, die Deutsch als Fremdsprache lernen und Lust auf eine Linzreise und einen nachbarschaftlichen Besuch in Oberösterreich haben.
Das Projekt wurde vom 23.04. bis 25.04.2014 vom österreichischen Gymnasium Prag mit den beiden Deutsch als Fremdsprache Anfängerklassen 1a und 1b durchgeführt. Die Säule wurde in Erinnerung an die Menschen, die an einer Pestepidemie gestorben sind in den Jahren 1600. Ganz in Ruhe. 1600. Noch einmal, einfach nur 1600. Nur das. 1679 und 1713 gebaut. Sehr gut, passt. Offene Kulturhaus Oberösterreich, OK, ist eine Kunsteinrichtung des Landes Oberösterreich in Linz. Das OK verfügt über... Die Grundidee hinter dem Kursangebot der Medienwerkstatt ist, jeden und jeder zu ermöglichen, selbst in den Medien vertreten zu sein und mit einem Thema an die Öffentlichkeit zu gehen. Also ein demokratischer Ansatz. Gefördert wird die Medienwerkstatt Linz dabei von der Arbeiterkammer Oberösterreich und von der Stadt Linz. Also Cindy, warum gerade Radio? Ja, weil das Radio halt das Medium ist, wo man Menschen mit erreichen kann. Und gerade Leute, die jetzt aufgrund einer Behinderung oder Sprachbarrieren einfach nicht lesen können. Und jeder Mensch hat das Recht, sich weiterzubilden und sich Informationen einzuholen. Und wenn es einfach auf, ich sag jetzt mal, normalen Wege nicht gegeben ist, dann ist das eine sehr gute Möglichkeit. Manfred, warum gerade Radio? Ja, weil das Radio ist sehr wichtig, dass die Menschen Informationen kriegen, was in der Welt passiert auch und so. Und die Informationen für die Leute, was mit Behinderungen ist, auch, wollen auch einiges wissen. Und es ist sehr wichtig, was so passiert auch. Und dann gibt es auch das Wetter durch, dass man sich drauf einschwingen kann. Und das finde ich sehr toll. Die neueste Produktion im Bereich Radio ist die Hörzeitung der Diakonie Werkstätte Linz. Was war die Idee dahinter? Ja, da geht es auch um die Information, was wir geplant haben. Und ich habe jetzt ein eigenes Thema und das finde ich auch gut, wenn wir die Hörzeitung machen, weil es ist sehr wichtig, dass das auch rausgeht zu den Leuten und das auch hören können und dass ich dann irgendwie an mein Thema, was sehr wichtig ist, dass sie die Leute ändern und das sogar berücksichtigen dann, ist mir sehr wichtig. Die Känguru-Zeitung ist eine Zeitung von behinderten Menschen für behinderte Menschen und die wird bei uns im Diakoniewerk in der Werkstätte Lindstifterstraße umgesetzt. Dann werden natürlich die Artikel geschrieben auf leichte Sprache umgeändert. Weil das ist sehr auch wichtig für die Menschen, die halt das Sprachverständnis nicht haben, dass sehr gut verstanden wird, worum geht es eigentlich. Jeder ist total begeistert vom Lesen her und auch vom Hören, weil es total einfach ist, die CD einfach einzuschieben, sich zu entspannen, sich zurückzulehnen und dann den Geschichten einfach zu lauschen, die wir halt geschrieben haben oder die uns vermittelt worden sind. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sind Verena, Tanja, Silke und Martin aus der Werkstätte Lindstifterstraße. Wir wünschen viel Spaß mit unserer Hörzeitung Känguru. Was kannst du in dieser Hörzeitung erfahren? In dieser Hörzeitung gibt es verschiedene Themen. Heute berichten wir von Erlebnissen vom Skifliegen in Kulm. Was ist das Projekt Elvis? Was gibt es Neues vom Orange Mars? Spaß am Kreativsein, Freude an der Arbeit miteinander, Engagement im gesellschaftspolitischen Bereich. Das sind die Beweggründe, Radio zu machen. Und genauso unterschiedlich wie die Gründe sind auch die Sendungsinhalte. Die Sendungsinhalte, ich habe bis jetzt, ja, ich glaube, fast nur mehr Radiobeiträge über Lieder gemacht. Das gefällt mir sehr. Ich mag dann, wenn ich gewisse Lieder oder gewisse Sänger oder Sängerinnen präsentieren kann, aber immer mit einem gesellschaftspolitischen Hintergrund.
die letzte Sendung, das war für den Valentinstag. Und es ist ja, es ist um Liebeslieder gegangen, nicht nur aus Frankreich, aus Spanien, aus Argentinien. Und dann, es war dabei der Hintergrund von der Gleichstellung zwischen Schwulen, Lesben und Hetero-Heirat in Frankreich. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Froh, hier ist Nicolas Adri Chaumiez. Ich begleite Sie bei der Sendung Valentinstag für alle. Warum dieser Titel? Im Jahr 2013 hat Frankreich die Heirat für alle eingeführt, die Heirat für hetero- und homosexuelle Paare. Diese Gleichstellung führte leider nicht zu einer Normalisierung homosexueller Liebesbeziehungen, sondern zu einer Eskalierung der Schwulen- und Lesbenfeindlichkeit in Worten und Taten. Einen Radioworkshop in der Medienwerkstatt zu besuchen und danach seine eigenen Radiosendungen zu produzieren, das ist für Menschen aller Altersgruppen im Radioclub möglich. Und das kann man sich ohne technische Vorkenntnisse zutrauen. Denn es gibt jederzeit die Unterstützung der Medienwerkstatt. Die ersten Erfahrungen mit dem Medium Radio, beim Workshop oder bei den ersten eigenen Produktionen können ganz unterschiedlich sein. Woran erinnern sich die Clubmitglieder? Es war von Anfang an so, wie ich es mir vorgestellt habe. Wir haben unsere Kurse begonnen hier in der Medienwerkstatt und das war von Anfang an lustig, gemeinschaftlich. Wir haben viel gelernt, denn in meinem Fall ist es ja auch das Radio für Senioren. Also waren ja damals schon lauter junge Senioren dabei. Aber jetzt, also am allerliebsten, das macht man natürlich trotzdem immer, ist es schon eine Sendung zu präsentieren. Das ist deshalb, wollte ich Radio machen und das macht einfach Spaß. Hellgrünes blüht und anderes verwest und Kröten schliefen durch den grünen Lauch. Dich liebe ich treu, du derbe Wäscherin, noch trägt die Flut des Himmels goldene Last. Ein Fischlein blitzt vorüber und verblasst. In welch sein Antlitz fließt durch Erlen hin. In Gärten singen Glocken lang und leis. Radiosendung über die Themen Wirtschaft, Gesellschaft, Zeitgeschichte, über Länder der sogenannten Dritten Welt, Musiksendungen, Hörspiele und so weiter werden produziert. Wir wollten von den Bäuerinnen und Bauern wissen, was für sie die Erde Everdinger Becken bedeutet. Die Erde im Everdinger Becken ist ein fruchtbarer Schwemmlandboden. Und es wurden die Mineralstoffe und Nährstoffe, die die Donau aus ihren Zuflüssen, zum Beispiel von Bayern und auch von den Tiroler Alpen, aufgenommen hat, in den Becken abgelagert. Auch zahlreiche preisgekrönte Radiosendungen gibt es zum Nachhören. So haben wir 2011 den Radiopreis der Erwachsenenbildung in der Sparte Bildung, Wissenschaft, Eduard-Pleuer-Preis für unser Projekt Leben erfahren, Lebensgeschichten hörbar gemacht, erhalten. In den Morgenstunden des 12. März 1938 passieren Truppen der deutschen Wehrmacht die oberösterreichische Grenze. Stunden später hält Adolf Hitler seine erste Rede vom Balkon des Linzer Rathauses. Er hat nun sein Geburtsland Österreich, so wie er es selber ausdrückt, heim in sein Reich geholt. Bis 1945 wird es kein Österreich mehr geben. Alle Sendungen der Clubmitglieder und Seminarteilnehmer können auf der Homepage der Medienwerkstatt Linz nachgehört werden. Wir haben ein abwechslungsreiches Sendungspool. Endlich kann sich unser Sohn mehr leisten als ein Croissant und lädt uns ein in ein edles Restaurant. Endlich braucht er nicht mehr klauen und sich sein Leben damit versauen. Endlich. Sind Sie interessiert am Radiomachen? An einer engagierten Tätigkeit, einem kreativen Hobby? Einfach nachfragen in der Medienwerkstatt. Wir freuen uns über Ihr Interesse und stehen Ihnen für weitere Auskünfte gerne zur Verfügung.